Die Lehrreden haben kein Datum, wie sie uns überliefert sind. Also wir können in vielen Fällen nicht genau sagen, wann innerhalb dieser 45 Jahre, in denen der Buddha gelehrt hat, die Lehrreden gegeben wurden. Aber bei einigen können wir es schon datieren. Also wir wissen zum Beispiel die ersten drei in der richtigen Reihenfolge. Die sind auch im Vinaya, in den Ordensregeln, in einem Buch enthalten. Und zwar nach dem Erwachen des Buddha hat er zuerst das Ingangsetzen des Rades der Lehre gegeben. Dann die Lehrrede über Nicht-Selbst und dann die Feuerlehrrede. Und jeweils mit ziemlichem Erfolg, deswegen sind die auch an prominenter Stelle. Bei der ersten wurde Anya Kondanya, einer seiner Schüler, zum Strom eingetreten und damit war das Dhamma in die Welt zurückgekehrt. Bei der zweiten wurden dann alle fünf seiner Gefährten zu Arahans, also zu völlig befreiten Wesen. Und mit der dritten, die Feuerlehrrede, da wurden dann gleich 1000 Leute zu Arahans, wenn sie diese Lehrrede gehört haben. Und in allen drei Lehrreden könnte man jetzt erwarten, naja, der Buddha hat denen gesagt, wie man richtig meditiert und dann wird es bei denen geklappt haben. Aber in allen drei Lehrreden, die also solche durchschlagende Wirkung hatten, ist von Meditation überhaupt nicht die Rede. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil nämlich die alle schon meditieren konnten. Also die ersten beiden Lehrreden hat er ja an seine fünf Asketen, Gefährten gegeben und die waren ja ebenso wie er, der Buddha, bevor er ein Buddha wurde, selbst bei dem Udaka Ramaputta in Lehre und er hat immerhin die vertiefte Meditation über die formlosen Bereiche gelehrt. Also wirklich ganz fortgeschrittene Meditation. Also die hatten das schon drauf. Und die 1000 bei der Feuerlehrrede, das wird immer so dargestellt, als ob die Feueranbeter gewesen wären. Aber ich denke doch eher, dass die Feuerkassiner meditiert haben und dann auch nicht irgendwelchen abergläubischen Riten nachgefolgt sind, denn die waren sicherlich spirituell sehr weit entwickelt, sonst hätte es bei denen nicht gleich bei 1000 auf einmal geschnackelt. Und ich denke, dass die im Feuerelement vielleicht so eine Art Uressenz gesehen haben, diese Suche nach der letztendlichen Antwort, was bin ich, was ist meine Seele, was ist mein Wesenskern, versucht haben, in der Richtung zu beantworten. Und der Buddha hat dann eben einfach ihre Sichtweise ein bisschen dran gedreht und hat gesagt, das Feuer, was ihr für die Essenz haltet, ist eigentlich das Feuer von Gier, Hass, Verblendung, Geburt, Altern, Krankheit, Tod, Kummer, Verzweiflung, Klagen. Und mit diesem Feuer brennt unsere gesamte Welt, unser gesamtes Erleben. Und dann hat es bei denen eben diese leichte Drehung, die sie noch gebraucht haben, gegeben und sie sind zur Arahant geworden. Aber diese anderen Faktoren, die eben notwendig sind, eben diese durch meditative Entwicklung geschulten Fähigkeiten wie Achtsamkeit, Sammlung und Energie, die waren bei denen mit Sicherheit bereits sehr hoch entwickelt. Dann allgemein war wohl in der Zeit Meditation kein unbekanntes Thema in der Gesellschaft damals. Und als der Buddha dann ein sehr bekannter Lehrer wurde und viele Schüler hatte, da wird es dann sicherlich Leute gegeben haben, die eben noch nicht meditieren konnten. Aber zu der Zeit konnte der Buddha eben nicht mehr alle selber unterrichten. Und jetzt ein Zitat, das beschreibt aus der Lehrrede Achtsamkeit über den Atem. Bei jener Gelegenheit hatten langjährige Bhikkhus, also Bhikkhus sind Mönche, neue Bhikkhus belehrt und unterrichtet. Einige hatten 10 belehrt, einige hatten 20 neue Bhikkhus belehrt, einige hatten 30 neue Bhikkhus belehrt, 40 und die neuen Bhikkhus hatten von den langjährigen Bhikkhus belehrt und unterrichtet fortschreitende Stufen von großer Vortrefflichkeit erfahren. Und der Buddha lobt dann auch das Vorgehen und sagt, ich bin mit diesem Vorankommen zufrieden, mein Geist ist mit diesem Vorankommen zufrieden, also bringt noch mehr Energie auf, um das noch nicht Erlangte zu erlangen, das noch nicht Erreichte zu erreichen, um das noch nicht Verwirklichte zu verwirklichen. Also das war damals bereits eine etablierte Vorgehensweise. Und dann haben wir noch eine andere Quelle. Die Darlegung der Wahrheiten heißt diese Lehrrede, wo der Buddha sagt,
Pflegt die Freundschaft mit Sariputta und Moggallana, ihr Bhikkhus. Pflegt Umgang mit Sariputta und Moggallana. Das waren seine beiden Hauptschüler. Sie sind weise und hilfreich gegenüber ihren Gefährten im heiligen Leben. Sariputta ist wie eine Gebärende, Moggallana ist wie eine Amme. Sariputta schult andere für die Frucht des Stromeintritts, Moggallana für das höchste Ziel. Also da war dann sogar innerhalb der delegierten Lehrtätigkeit des Buddha bereits eine Spezialisierung festzustellen. Einfach aus dem Grund, Sariputta war der Beste in Sachen Weisheit. Er war derjenige, der den Leuten die richtige Sichtweise verschafft hat, dieses für selbstverständlich nehmen, dass ich bin, sozusagen erschüttert hat. Und dann mit dieser richtigen Sichtweise war dann eben die vertiefte Meditation notwendig, um die Kilesas völlig zu vernichten und Arahants zu werden, völlig befreit zu werden. Und dafür war Moggallana eben der Spezialist. Er war ja der Beste unter den Schülern des Buddha in Sachen psychischer Kräfte. Also wir haben da bereits diese Zweiteilung von allgemeiner Lehre, wie wir sie auch in den Lehrreden vorfinden, und der individuellen Betreuung, von der wir natürlich nichts wissen oder eben nur sehr wenige Zitate haben, die darauf hinweisen. Auch bei uns ist es so, wir können uns von den Lehrreden ernähren oder wir können schauen, dass wir einen geeigneten Lehrer finden, der uns auf dem Weg der Praxis weiterhilft. Im günstigsten Fall finden wir jemanden, der authentisch lehrt, der also nicht einfach nur Buchwissen weitergibt, sondern der das lehrt oder diejenige, die das lehrt, was sie selbst erfahren haben. Also authentische Lehrer, das ist dann, können wir uns glücklich schätzen. Aber selbst im besten Fall wird die Erfahrung dieses Lehrers, dieser Lehrerin auf dem beruhen, was sie selbst eben mitgekriegt haben. Zur Zeit des Buddha hatten die besten Mönche auch diese vier analytischen Wissen, werden die genannt, also diese Fähigkeit zu wissen, was jetzt genau für den Schüler das Richtige ist. Und heutzutage treffen wir oft Lehrer, die sehr selbstbewusst das lehren, was bei ihnen gut funktioniert hat. Aber es ist auf jeden Fall günstig und richtig, das immer in den Bezugsrahmen der Lehrreden zu setzen. Wie diese Lehrreden, die wir vom Buddha überliefert haben, ist ein enormer Vorteil gegenüber anderen spirituellen Traditionen, weil wir haben hier ein allgemeingültiges, für alle Suttas gültiges Paradigma, mit dem Dinge erklärt werden, die sich schwer erklären lassen. Das ist also ein Vorteil, vor allem wenn es dann in tiefe Bereiche von Samadhi geht, das sogenannte mystische Erleben. Dieser Begriff ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn für jemanden, der es erlebt, ist nichts Mystisches mehr dran, sondern ist es halt sein Erleben. Aber das, was eben in allen Traditionen, auch im Christentum von Praktizierenden erlebt wurde, das, was jenseits der Sinne stattfindet. Und da hat eben der Buddha eine Sprache gefunden, auf die wir uns alle einigen können. Und je, wenn unser individueller Lehrer, je näher er sich an diese Terminologie, an diesen Rahmen hält, desto besser für uns, weil dann können wir das mit anderen vergleichen, können es mit dem, was der Buddha gesagt hat, vergleichen. Und zum Beispiel, ich habe früher gerne Meister Eckhart gelesen, also der findet in buddhistischen Kreisen mehr Wertschätzung als unter Christen, der war ja christlicher Mönch. Ganz einfach, weil wir in diesen Rahmen haben, wo wir das so ein bisschen einordnen können, was er gesagt hat. Ja, aber seine Zeitgenossen, wenn er dann anfing, vom ewig grünenden Nun oder vom Fünkelein im Herzen zu sprechen und so weiter, die haben den nicht so richtig verstanden. Also wir brauchen beides. Wir brauchen die individuelle Betreuung, aber wir brauchen auch diesen Rahmen der Lehrreden. Wie viel von beiden oder wie viel jeweils, das ist ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig. Es gibt Leute, die sehr viel Vertrauen haben, sehr viel Vertrauen in einen Lehrer haben. Und es gibt Leute, die mehr auf Studieren stehen, die also sich selbst das aneignen können. Aber in beiden Fällen ist das Korrektiv hilfreich. Ne? Denn wenn wir die Lehrreden lesen, kann es auch sein, dass wir uns irgendwie in eine falsche Vorstellung rein
verrennen. Und umgekehrt, wenn wir nur auf einen Lehrer hören, dann, ja, dann muss der wirklich ganz genau zu unserem Charakter passen. Weil wir haben ja verschiedene spirituelle Eigenschaften wie Großzügigkeit oder Toleranz und liebende Güte oder Bereitschaft, die Wahrheit zu akzeptieren. Und daraus ergibt sich so eine Art Profil. Man nennt es in Thailand das Parami-Profil. Und wenn wir da mit einem Lehrer gut zusammenpassen, dann kann man wirklich sehr weit kommen. Aber es gibt vielleicht Lehrer, die hochverwirklicht sind, aber wo wir keinen richtigen Draht dazu haben. Und da kann eben auch diese Beschäftigung mit dem, was der Buddha gesagt hat, sehr hilfreich sein, um so ein bisschen die, wie sagt man, das Interface zu schaffen, also so die, ja, für Kompatibilität zu sorgen. Also welche Methode hat jetzt der Buddha gelehrt? Welche Meditationsmethode hat er gelehrt? Und da wird dann von vielen zeitgenössischen Meditationslehrern werden wir dann die Antwort bekommen, meine natürlich. Und die wird also tatsächlich zur Rechtfertigung oder zur Stützung auf dieses herangezogen, dass der Buddha genau das gelehrt hat. Aber wenn wir genauer nachschauen, und ich will also jetzt dann im Folgenden darauf eingehen, stellen wir fest, dass der Buddha eigentlich keine Meditationsmethode gelehrt hat, in dem Sinne einer genau ausgefeilten Methode wie beobachte ein 5-Mark-Stück großes Stück auf dem Oberteil deines Schädels und schau, was da für Empfindungen da sind. Und wenn du das festgestellt hast, gehst du nach rechts ein 5-Mark-Stück großes Stück und dann gehst du im Kreis im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bis in die Fingerspitzen und so weiter. Sowas hat der Buddha nicht gelehrt. Was er gelehrt hat, waren Richtlinien, wie wir unsere Meditationspraxis zusammenstellen können. Er hat gewisse Eckpunkte gegeben, innerhalb derer all diese verschiedenen Meditationsmethoden, die gelehrt werden, gut und richtig sein können, wenn sie eben für uns passen. Zum Beispiel über Atembetrachtung hat er eine Lehrrede gegeben, die ich gerade schon mal was draus zitiert habe. Das ist wahrscheinlich die detaillierteste von allen Lehrreden zum Thema Meditation. Und selbst da kann man das auf ganz verschiedene Art und Weise betrachten. Mehr vom Gesichtspunkt der Weisheits- und Einsichtsentfaltung oder mehr vom Gesichtspunkt der Ruhe- und Samadhi-Sammlungsentfaltung her. Aber ich will jetzt da nicht so ins Einzelne hineingehen, weil diese Lehrrede über Atemachtsamkeit verdient einen eigenen Abendvortrag. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Nur als Beispiel, es gibt ja Anweisungen für die Atembetrachtung. Zum Beispiel, man soll an der Oberlippe oder an der Nase beobachten oder an der Bauchdecke oder im Brustkorb oder durch den Körper gehen oder was auch immer, oder von 1 bis 10 zählen und dann rückwärts oder Butto Butto dazu rezitieren. Solche konkreten Anweisungen können alle nützlich und richtig sein, aber wir finden sie in den Lehrreden nicht. Selbst die Frage, wo man den Atem jetzt zum Beispiel als Meditationsobjekt beobachten soll, dann taucht in dieser Lehrrede das Wort Parimukkang auf. Das bedeutet wörtlich um den Mund herum, und so wird es auch in einer Übersetzung übersetzt. Da begibt sich der Mönch in den Wald oder unter einen großen Baum oder in eine leere Klause, setzt sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit um den Mund herum aufgestellt. Und das passt natürlich bei der Atembetrachtung wunderbar. Nur dummerweise finden wir dieses Wort Parimukkang auch bei anderen Meditationsformen, wo es nicht so sehr passt. Also bei so Fällen, wo das Wort zweideutig ist, da lasse ich das immer gerne offen, weil es könnte auch vielleicht beides bedeutet haben. Oder der Buddha hat vielleicht das so ausgedrückt, dass man tatsächlich beides zulassen kann. Eben als Rahmen, als Eckdaten sozusagen für unsere Praxis. Parimukkang kann nämlich auch bedeuten, Mukkang ist die Mündung, es ist das Wichtigste. Man könnte auch sagen, man macht die Achtsamkeit zu dem Wichtigsten in dem Moment in der Praxis. Es gibt Lehrer, die sagen, man muss die Bauchdecke unbedingt beobachten, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ein englischer Mönch hat das Bauchdeckendogmatismus genannt, dass das scheinen Meditationsschulen zu sein, die alles nur ein bisschen eine Abneigung gegen Vertiefung und sehr tiefe Sammlung haben. Aus dem einfachen Grunde, die Bauchdecke ist etwas nicht so konkretes, nicht so
feststellbar ist. Also das schwankt immer so ein bisschen vom Fokus her. Also da, jedenfalls nach meiner Erfahrung, das mag jetzt wieder bei anderen Menschen anders sein, fällt es mir sehr schwer, den Geist zur Sammlung zu bringen. Er hat auch bei Meditationsmethoden die Visualisation einsetzen, die Gedanken einsetzen, die Reflexion einsetzen, wie zum Beispiel die Betrachtung über den Tod, auch nur Überschriften gegeben. Auch dort besteht sehr viel Spielraum für eigene Ausgestaltung. Jetzt war vor kurzem ein Gast hier, der gefragt hat, Meditation, bei dem wir Gedanken oder vorgestellte Objekte verwenden, das ist doch eigentlich nicht richtige Einsichtsmeditation, weil da beobachten wir ja etwas, was in unserem Geist erst entsteht. Da beobachten wir ja etwas, was nicht wirklich da ist. Und ich habe da an dem Abend geantwortet, dass im Buddhismus haben wir 6 Sinne. Also der Geistsinn, der Ideen, Vorstellungen, visualisierte Bilder wahrnimmt, zählt auch als Wirklichkeit. Das ist eben eine vorgestellte Wirklichkeit. Zum Beispiel in dieser Lehrrede angegeben wird. Da betrachtet der Mönch diesen Körper von der Fußsohle an aufwärts, vom Haarschopf abwärts, den hautumgrenzten, mit vielerlei Unrat angefüllten, nämlich an diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Innenhaut, Milz, Lunge, Darm, Gegröße, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Rotz, Gelenköl und Urin. Oder dann die Leichenfeldbetrachtung. Da sieht er einen Leichnam auf dem Leichenfeld, 2 oder 3 Tage nach dem Tode, aufgedunsen, blau verfärbt, voller Eiter. Da schließt er auf seinen eigenen Körper. Auch dieser Körper hat ein solches Schicksal, ein solches Los, kann dem nicht entgehen. Das sind Meditationsanweisungen, Richtlinien. Also keinesfalls so, dass der Buddha nur Dinge gelehrt hat als Meditationsobjekt, die man durch die 5 materiellen Dinge wahrnehmen kann, sondern eben, er stellt sich vor, mein Körper wird genauso sein. Also es ist ein Gedankenprozess, der da zum Meditationsobjekt wird. Als Kategorien für die Geistesentfaltung oder Meditation hat der Buddha eine ganze Menge von Dingen genannt, die in den Lehrreden auftauchen. Er hat die 4 Vertiefungen genannt, die Jhanas, die 4 Brahma-Viharas oder göttlichen Verweilungsstätten oder erhabenen Emotionen von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. 6 Gebiete der Reflexion, 5 häufige Betrachtungen, das war das, was wir heute gechantet haben. Ich bin dem Alter unterworfen und so weiter, ist auch eine Form der Meditation. Natürlich nicht, wenn man es jetzt einfach nur runterchantet, da ist es mehr so eine Erinnerung daran, aber man kann darüber durchaus auch eine Stunde meditieren. 11 Tore zur Todlosigkeit, 4 Grundlagen der Achtsamkeit und verschiedene Sets und Kombipackungen von diesen Kategorien. Aber die haben alle eins gemeinsam, nämlich was man mit diesen Dingen anfangen soll. Also, und was sollen wir damit machen? Man soll sie mit Weisheit betrachten, und zwar zum Beispiel jegliche Art von Form, ob vergangen, zukünftig, gegenwärtig, innerlich oder äußerlich, grob oder subtil, niedrig oder hoch, entfernt oder nah, alle Formen sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich ich, dies ist nicht mein Selbst. Und das Gleiche sagt er über Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein. Also es kommt darauf an, wie wir diese Dinge betrachten. Also dieses korrekte Sehen ist die Essenz all dieser Meditationsrichtlinien, die der Buddha gegeben hat. Wenn wir in der Angeleiteten-Sammlung lesen, wir zum Beispiel, wenn wir alle Gestaltungen als vergänglich, als leidhaft, alle Dinge als nicht selbst, wie eben beschrieben, sehen, dann führt es uns zu lehrgemäßer Überzeugung. Das heißt, dass unsere Denkweise in Übereinstimmung mit der Lehre des Buddha ist und führt letztendlich dahin, dass wir dann auch von unserer Neigung, die Dinge zu sehen, das nennt man richtige Ansicht oder richtige Sichtweise, dann eben, das ist der Moment des Stromeintritts, dann werden wir zu Edlen und erlangen die Früchte der Praxis.
nacheinander. Wie wird jetzt dieses Sehen erreicht in der Meditation? Wie kann man das da schulen? Mir ist dann mal ein Gleichnis eingefallen und das war das Gleichnis von einem Bogenschützen, der ja auch drei Dinge können muss. Einmal, er muss wissen, wo er hinschießen soll, also er muss das Ziel kennen. Dann zweitens muss er Armkraft trainieren, um die Sehne spannen zu können. Und als drittes muss er Zielen üben. Also wissen, wohin schießen und spannen können, reicht noch nicht. Der muss auch noch das Treffen üben. Und ich habe dann also lange Zeit gedacht, dass mir sozusagen dieses Gleichnis eingefallen ist. Und dann bin ich da tatsächlich auf eine Lehrrede gestoßen, wo der Buddha gesagt hat, naja, Meditation, das ist so wie Bogenschießen lernen. Er hat es allerdings in leicht anderer Form gesagt. Er hat gesagt, durch die Praxis des Samadhi, der Sammlung, Geistessammlung, lernt man, wie ein Bogenschütze, einen Pfeil über weite Entfernungen zu schießen, genaue Schüsse in schneller Abfolge abzugeben und große Massen mit dem Pfeil zu durchbohren. Und das sind genau die Dinge, die in der Meditation gelehrt werden. Also einmal große Entfernungen schießen zu können, das heißt durch die Kraft der Sammlung schaffen wir es, an einer intuitiven Erkenntnis, die durch die reflektive, kontemplative Beschäftigung mit der Lehre eventuell auftauchen kann, oder durch eben so Leichenfeldbetrachtung oder derartige Meditationsformen, dran zu bleiben. Denn vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr irgendwie mal so einen Moment der Erkenntnis gehabt habt, dass plötzlich irgendwas klar wird, aber man kann es nicht richtig festhalten. Und das ist genau das, wo man die Sammlung braucht, um bei diesen Erkenntnissen dranbleiben zu können. Und da hat der Buddha gesagt, das ist wie über eine große Distanz einfach schießen zu können. Das andere, in schneller Folge genaue Schüsse abzugeben, das ist die Fähigkeit der Achtsamkeit bei allem, was auftaucht, eben sofort zu erkennen, was da passiert, in Gedanken auftauchen, die loszulassen, statt sich da hinein zu verwickeln. Der Begriff der schnellen Weisheit oder schnelle Achtsamkeit ist auch sowohl in den Lehrreden vorzufinden, als auch im Sprachgebrauch der Meister der thailändischen Waldtradition. Und dann große Massen zu durchbohren, das ist einfach diese Wucht, diese Schärfe, die Samadhi hat, dieses Seziermesser. Die große Masse, die durchbohrt wird, ist natürlich die große Masse der dicke Schicht, der dicke Nebel der Unwissenheit. Ein Freund von uns, Ajahn Chandako aus Neuseeland, der hat ein Buch geschrieben, wo das auch schön illustriert ist. A Honed and Heavy Axe, eine geschliffene und schwere Axt, um auch zu beschreiben, dass eben die Schärfe, aber auch diese Kraft, diese Durchschlagskraft gebraucht wird. Und wenn wir einen Baum fällen wollen, nützt uns die schärfste Rasierklinge nichts. Aber auch eine schwere Axt nützt uns nichts, wenn sie nicht geschliffen ist. Also wir brauchen da verschiedene Eigenschaften, die zusammenkommen. Das Ziel kennenlernen, das heißt, jetzt kommt glaube ich noch ein Sutta-Zitat. Worüber ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Geistesneigung werden. Wenn er häufig über Gedanken der Entsagung nachdenkt, hat er den Gedanken der Sinnesbegierde aufgegeben. Wenn er häufig über den Gedanken des Nicht-Übelwollens nachdenkt und nachsinnt, hat er den Gedanken des Übelwollens aufgegeben. Wenn er häufig über Gedanken der Nicht-Grausamkeit nachdenkt, hat er Gedanken der Grausamkeit aufgegeben. Das heißt, man kann das trainieren, Denkgewohnheiten. Und mit diesen Denkgewohnheiten wird es dann auch leichter fallen, einfach die Axt richtig einzusetzen. Denn das war ja das Problem, was diese Asketen hatten, die ich eingangs erwähnt hatte. Die hatten bereits diese scharf geschliffene, schwere Axt, aber sie wussten nicht so recht, in welcher Richtung sie sie einsetzen sollen. Sie kannten das Ziel nicht. Und das ist eben der Weisheitsteil, das richtige Verstehen von den fünf Daseinsgruppen zum Beispiel, das richtige Verstehen, was Sankhara, was Daseinsbedingungen sind. Und eben, wenn wir Lehrreden darüber zu lesen bekommen, uns nicht zu schnell mit irgendwelchen vorgefassten Konzepten abgeben, also weder vorgefasst von anderen Leuten als auch von uns selbst.
Also erst ab Stromeintritt kann man sich sicher sein, dass man die Sachen richtig verstanden hat. Bis dahin immer, es ist okay, wenn man meint, Verständnis der Lehre hinzugewonnen zu haben, aber immer Platz lassen für Modifikation, für Weiterentwicklung, für Korrektur. Jetzt die Armkraft will ich ein bisschen zurückstellen, weil das ein etwas größeres Thema ist, aber ich will über das Zielen üben, diese Neigung in die richtige Richtung zu gehen. Der wichtigste Grundpfeiler, die Grundlage dafür ist unser ethisches Verhalten, Sila. Das heißt, wir müssen uns so verhalten, dass wir in den Spiegel schauen können und sagen, okay, das hat so gepasst, was ich jetzt mache, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Denn wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, dann kann ich auch nicht in mich hineinschauen. Also wenn es da Dinge gibt, die ich lieber vor mir verbergen will, dann kann ich nicht eben dieser durchbohrenden Wirklichkeitsergründung meiner eigenen Natur auf den Grund gehen. Und man kann sich auch ethisch einwandfrei verhalten und dann trotzdem aber noch bestimmten schlechten Charaktereigenschaften anhängen. Das heißt, ich befolge diese 5 Ethikregeln, die Laien nach der buddhistischen Lehre auf sich nehmen, dem Wortlaut nach korrekt, habe aber trotzdem noch diese Dinge in mir, die ich dann innerlich läutern muss. Das wird in der Buddha-Lehre Befleckungen, Vilesas genannt, oder Trübungen oder Verdunkelungen oder alles, was eben das Sehen, wie eine ungeputzte Fensterscheibe, wo man dann einfach nicht rausschauen kann, wo man nichts durchsieht, weil sie eben befleckt und beschmutzt ist. Und da nennt der Buddha Dinge wie Habgier, Übelwollen, Zorn, Rachsucht, Verachtung, Herrschsucht, Neid, Geiz, Hinterlist, Betrug, Starrsinn, Anmaßung, Dünkel, Überheblichkeit, Eitelkeit und Nachlässigkeit. Also auch an diesen Dingen müssen wir arbeiten, um das Zielen zu üben. Dann die Lehre nicht nur hier praktizieren, wenn wir Samstagabend hierher kommen oder wenn wir uns am Abend oder am Morgen auf unser Meditationskissen setzen, sondern die Praxis versuchen in den Alltag zu bringen. Wenn wir Meditationsmeister in Thailand fragen, sagen, Ajahn, hast du nicht irgendeinen Tipp für mich, wie ich meinen Samadhi, meine Geistessammlung verbessern könnte, dann, also in sehr vielen Fällen bekommt man dann zur Antwort, versuch deine Achtsamkeit auf deinen ganzen Tagesablauf auszudehnen. Auf alles, was du machst. Das klingt jetzt dann, man erwartet dann von dem Meister irgendwie einen Tipp, was weiß ich, einen Punkt hier oder einen Punkt da zu visualisieren oder wo man sich drauf konzentrieren soll und der sagt in der Meditation, aber der sagt, nein, bring deine Achtsamkeit in die Zeit außerhalb der Meditation. Wie ist der Mönch klar bewusst? Er ist klar bewusst beim Kommen und Gehen, beim Hinblicken und Wegblicken, beim Neigen und Erheben, klar bewusst beim Tragen des Gewandes und der Almosenschale, klar bewusst beim Essen und Trinken, Kauen und Schmecken, beim Entleeren von Kot und Harren, beim Gehen, Stehen, Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen. So ist der Mönch klar bewusst. Das sind alles ganz simple Dinge. Und die sind so simpel, dass wir normalerweise eben nicht klar bewusst drauf sind. Also zum Beispiel sich anzuziehen. Wenn man überlegt noch, was soll ich denn anziehen, aber dann den Vorgang des Anziehens, der ist so automatisch, dass wir dann auf unsere Handlungen schon gar nicht mehr achten. Aber genau das ist das, was empfohlen wird, um unsere Fähigkeit hinzuschauen, das Ziel zu treffen, zu verbessern. Diese Verantwortung für unser Tun, was in dem ethischen Teil, in der Erläuterung von den Trübungen und so weiter angesprochen ist, geht darauf hin, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und auch für das, was wir sind. Wir versuchen nicht auf irgendwie einen Guru unsere Verantwortung abzuwälzen, sagen, der macht es schon oder ich mache alles, was der sagt und dann passt schon, sondern wir müssen das wirklich selber entscheiden, was wir tun und was wir sind. Wir müssen einen Standpunkt einnehmen, das heißt, wir können auch nicht uns auf irgendwelche scholastischen oder Gelehrten oder Studienpositionen zurückziehen, sondern wir müssen eine Meinung zu den Dingen haben, auch wenn die notwendigerweise zunächst mal falsch sein mag. Also Objektivität ist nicht gefragt,
sondern wir versuchen subjektiv zu sein. Wir versuchen in uns hineinzuschauen. Und es gibt wohl keine Meditationsmethode, die so sehr zur Authentizität, zum Verantwortungsübernehmen führt, wie die Betrachtung des Todes. Der Tatsache, dass wir alle sterben werden. Tod, der große Gleichmacher, das, was uns allen bevorsteht. Wenn wir mit dieser Art der Meditation anfangen, dann werden wir alle am Anfang wahrscheinlich einen gewissen Erfolg erzielen, ne? Sich erstmal dieser Tatsache stellen, dass es so etwas wie Tod überhaupt gibt, ist für viele ein Thema, das ist tabu, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Da schauen wir lieber weg. Und wenn wir uns dann mit dem Tod beschäftigen, und der Tod ist zunächst mal was in unserem Leben auftaucht. Wir sehen andere sterben. Ne? Wir wissen, Beethoven ist tot und Ajahn Chah ist tot und alle, die uns einfallen, die schon tot sind. Aber das sind alles Dinge in unserem Leben. Aber es geht eigentlich darum, dass wir sterben. Und unser geschickter Geist hat also verschiedene Ausweichstrategien. Nämlich dieses, naja, ich werde mal sterben, aber jetzt nicht, irgendwann später. Also dieses auf später verschieben, das heißt die Erkenntnis, dass das jederzeit möglich ist, ist in dem Moment nicht präsent. Oder, ja, Tod gibt es, man stirbt auch letztendlich auch einmal, aber dieses ist dann immer der Tod von anderen, bloß ich nicht. Also diese Gewissheit ist eine empirische Gewissheit. Wir sammeln Fakten, der und der und der ist gestorben, man kann an diesem und jenem sterben, aber dass das der Tod nicht nur etwas der Endpunkt unseres Daseins ist, sondern dass der auch unsere Daseinsform, so wie wir es als, wir fühlen uns als ständig immer da gewesen. Ich bin immer ich. Und der Tod ist etwas, was das sehr in Frage stellt. Was es da für Strategien gibt, die Leichenfeldbetrachtung, wie die ich gerade zitiert habe, da geht es ja darum, das auf seinen eigenen Körper zu beziehen. Ne? So wie dieser Leichnam, so werde auch ich mal ausschauen. Das heißt, dieses Mann stirbt, wird ein bisschen untergraben. Der Buddha hat aber auch noch andere Methoden gelehrt. Zum Beispiel verschiedene Todesarten zu betrachten. Also, wenn der Tag zur Neige geht und es Nacht wird, oder wenn die Nacht wird und weicht und der Tag anbricht, denkt der Mönch bei sich, wahrlich, viele Möglichkeiten des Sterbens bestehen für mich. Es möchte mich eine Schlange beißen oder ein Skorpion oder Tausendfuß möchte mich stechen und dadurch möchte ich ums Leben kommen. Ich möchte straucheln und hinfallen, genossene Speise möchte mir schlecht bekommen, Galle, Schleim, stechende Gase möchten erregt werden oder Menschen oder Unholde möchten mich anfallen und dadurch möchte ich ums Leben kommen. Also der reflektiert darum, wie viele Möglichkeiten es gibt und dadurch wird dieses später einmal, irgendwann mal werde ich, was weiß ich, Herzinfarkt, aber jetzt ist mein Herz noch gut. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Ne? Wir fühlen uns immer so sicher, also hier ist ja wirklich ein sicheres Umfeld, hier gibt es keine Skorpionen und keine Hundertfüßer, aber ich kann mich erinnern, als ich noch jünger war, da ist mal ein Flugzeug irgendwo in Holland auf einem Wohnhaus gefallen. Da waren 200 Leute beim Fernsehgucken und haben sich sehr sicher gefühlt und die waren mit einem Schlag tot. Auch eine Möglichkeit, ums Leben zu kommen. Oder eine andere Lehrrede, wo der Buddha sagt, na ihr Mönche, wie praktiziert ihr denn so die Todesachtsamkeit? Da sagt der eine, naja, ich möge es mir vergönnt sein, noch einen Tag und eine Nacht am Leben zu bleiben. Der andere sagt, möge es mir noch vergönnt sein, diesen Tag am Leben zu bleiben. Und der nächste sagt, noch so lange, wie mein Almosenmahl dauert. Oder so lange, wie das Herunterschlucken von einem Bissen Reis dauert. Oder wie lange es dauert, einmal ein- und auszuatmen. Und das sagt der Buddha, der gesagt hat, runterschlucken, und der gesagt hat, ein- und ausatmen, die praktizieren richtig, alle anderen praktizieren nachlässig. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob ich diesen Vortrag überleben werde. Der Tod kann jeden Moment kommen. Diese Tätigkeiten, also dieses Sterben können mit diesen Tätigkeiten, was ich noch tun will und so weiter, noch zu Ende essen, noch diesen Lehrvortrag hören,
in Verbindung zu setzen, hat auch einen Vorteil, dass ich es eben mit meinem eigenen Erleben in Beziehung setze und nicht den Tod als etwas Abstraktes da draußen betrachte. In meiner eigenen Praxis, ich hatte nicht so sehr das Problem mit diesem jederzeit sterben können, sondern ich hatte dieses Problem, das auf mich zu beziehen, bis ich dann mal bei einer Autopsie beigewohnt habe und da kam dann der Moment, das ist so Standard, dann machen die hier einen Schnitt und dann packen die hier das Gesicht und ziehen das runter. Dann lacht er plötzlich da ohne Gesicht und in dem Moment ist es bei mir ganz tief reingegangen, der sieht genauso aus wie ich. Plötzlich war dieses ein anderes Individuum, nicht ich. Hier, das bin ich mit dem Gesicht. Aber wenn man bei mir so einen Schnitt macht und runterzieht, dann sehe ich genauso aus wie der. Und das hat in dem Moment bei mir ziemlich reingefetzt. Aber wie gesagt, das ist bei jedem, mag das unterschiedlich sein. Das ist eigentlich eine ständige Message, dass man versuchen muss, diese Rahmenrichtlinien mit Gespür, mit Interesse versuchen, auf sein eigenes Leben anzuwenden. Das ist das, was man sagt, das eigene Herz in die Praxis einbringen, einsetzen. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass bei die Todesbetrachtung in den Suttas bei etlichen Leuten zum Stromeintritt geführt hat, ne? Weil diese empfundene Unvergänglichkeit, ich bin ja immer da, untergraben wird. Und auch im Augenblick des Todes ist ein besonderer Moment, wo eben, wenn die Samen dafür gelegt wurden, dieser Durchbruch der Weisheit stattfinden kann, weil wir dann nicht mehr ausweichen können, weil uns dann unmittelbar bewusst wird, dass dieses Gefühl, ich bin derjenige, der durch diese Augen rausschaut, durch diese Ohren raushört, davon abhängig ist, dass diese Augen, diese Ohren existieren als Fleischklumpen hier. Und der ist eben im Augenblick des Todes, ist vorbei damit. Egal, was danach passieren mag, aber diese Existenz, die wir uns bedingt durch diesen Körper zusammenzimmern, dieses ewige Ich, was wir da aus unserer Sinneswelt zusammenzimmern, wird in dem Moment ganz schwer in Frage gestellt. Und wenn wir also die Todesbetrachtung geschickt betreiben, können wir das also auch schon schaffen, bevor wir selber sterben. Also wir haben in den Suttas viele Beispiele von Leuten, etliche Frauen, die mit der Konfrontation mit dem Tod und dem weisen Umgang dann schließlich damit zu Strom eingetreten wurden. Also die richtige Ansicht erlangt haben. Diesen Glauben an die Beständigkeit des eigenen Ich verloren haben. So, jetzt kommen wir zum Samadhi-Teil. Das ist die Armkraft, also die richtige Sammlungspraxis, die eigentliche vertiefte Meditation. Die vier Brahma-Viharas, die göttlichen Verweilungen, sind einmal unsere Lebenseinstellung, also sie gehören zu dem, sich in den Spiegel schauen können, weil wir einfach versuchen, bessere Menschen zu werden. Aber sie wird auch vom Buddha gelehrt als Praxis der Entfaltung von Samadhi, von Sammlung selbst. Ajahn Chattamulo hat am vorletzten Samstag gesprochen über die sieben Erwachensglieder als Kampf der Entfaltung, als der richtige Kampf der Entfaltung von heilsamen Qualitäten. Und der Buddha nennt dann als Entfaltung von heilsamen Qualitäten. Und der Kampf der Erhaltung ist, da hält der Mönch einen sich ihm bietenden günstigen Gegenstand der Sammlung fest. Wie die Vorstellung eines Knochengerippes, die Vorstellung eines von Würmern zernagten Leichnams, eines blau verfärbten Leichnams, eines in Fäulnis übergegangenen Leichnams, eines zerstückelten Leichnams, eines aufgedunsenen Leichnams. Dies nennt man den Kampf der Erhaltung. Und ich wollte eigentlich ein Zitat haben, das sagt, dass die Brahma-Viharas sowohl Samadhi als auch Weisheit sein können oder Ausrichtung auf das Sehen. Aber jetzt bin ich in ein anderes Zitat hineingerutscht, was eben sagt, dass auch die Leichenfeldbetrachtung Samadhi, wie hier gesagt, und Weisheit, wie ich vorher mit der erwähnt habe, sein kann gleichzeitig. Also wir sehen daran, dass Dhamma verschiedene Facetten hat, aber nicht verschiedene Schubladen. Also wir können Einsicht und Sammlungspraxis nicht so richtig voneinander trennen, wie es manchmal von bestimmten Meditationsschulen gesagt wird.
die dann eben sagen, ja, Sammlungsmeditation ist nicht so gut und wir gehen gleich auf Einsichtsentfaltung. Wir machen Vipassana-Meditation. Abgesehen davon, dass Vipassana ein Ziel ist, nicht eine Meditationsmethode. Und zwar ist es genau genommen, wir bringen da demnächst auch ein Heftchen drüber raus, bezeichnet man damit die Weisheit kurz vor dem Durchbruch. Also die letzte Stufe sozusagen vor der Befreiung wird in den Lehrreden als Vipassana bezeichnet. Ich glaube, da komme ich später nochmal drauf. Was wir bei der Samadhi-Entwicklung haben, ist eine Abfolge von Gefühlszuständen. Das ist auch einer dieser Rahmen, die der Buddha gelehrt hat. Eine Abfolge, die 3P und 2S hat. Das ist auf Pali Pamoja, Piti, Passadi, Sukha, Samadhi. Das ist Freude, Frohsinn, Verzückung, Gestilltheit, Glück und Konzentration. Da hat Ajahn neulich auch drüber gesprochen, das will ich deswegen auch jetzt noch ein bisschen kurz ansprechen. Wenn wir anfangen, Sammlung zu üben und sind in einer verbissenen, verkniffenen Einstellung und sagen, jetzt muss ich schon wieder diese Schinderei machen, dann werden wir es nicht erlangen. Wir müssen mit einer gewissen Freude rangehen, dass wir diese Möglichkeit haben, jetzt praktizieren zu können und unheilsame Dinge loszulassen und heilsame Dinge zu entfalten. Und das können wir zum Beispiel, indem wir über unsere eigene, über einen eigenen Fortschritt auf der Ebene von Sila, diese Trübungen, dieses dunkle Fenster, was wir vorhin angesprochen haben, darüber reflektieren, können wir Freude hochbringen. Indem wir sagen, die Befleckungen des Geistes, Gier, Eifersucht, Dünkel, Geiz und so weiter, sind von mir teilweise aufgegeben, ausgetrieben, losgelassen, überwunden und beseitigt worden. Davon wird man begeistert, man wird von Dhamma begeistert, erlangt Freude im Zusammenhang mit dem Dhamma. Wer froh ist, dann steigt Verzückung auf. Bei einem, der verzückt ist, wird der Körper still. Einer, dessen Körper still geworden ist, empfindet Glück. Bei einem, der Glück empfindet, wird der Geist konzentriert gesammelt. Das ist also genau diese Fünfer-Abfolge, die ich vorhin genannt habe. So, jetzt kommt das. Da geht es um einen Wanderasketen namens Vajragotha, von dem sind etliche Lehrreden überliefert, also nicht von ihm, sondern mit ihm. Der Buddha hat öfter mit ihm gesprochen. Der hatte bereits sehr viel Weisheit, aber der hat eben noch so den letzten Kick gebraucht. Und dann ist er schließlich doch beim Buddha Mönch geworden und hat dann kurze Zeit, nachdem er Mönch geworden ist, einen halben Monat nach seiner Ordination, ging er zum Erhabenen und nachdem er ihn gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und sagte, ehrwürdiger Herr, ich habe erlangt, was auch immer durch das Wissen eines Schülers in höherer Schulung, durch das wahre Wissen eines Schülers in höherer Schulung erreicht werden kann. Der Erhabene möge mich darüber hinaus das Dhamma lehren. Das bedeutet, er war ein Nichtwiederkehrer geworden. Der war fast schon ein Arahant, der war fast fertig mit seiner Praxis. Denn das ist das Höchste, was einer in höherer Schulung, ein Schüler, erreichen kann. Wenn er ein Arahant ist, nennt man ihn nicht mehr Schüler, sondern einen Schulungsentronnenen, einen Asika. Und dann sagt der Buddha, in diesem Fall entwickle zwei Dinge weiter, Ruhe und Einsicht. Wenn diese zwei Dinge weiterentwickelt werden, werden sie zur Durchdringung vieler Elemente führen. Das heißt, nachdem der bereits ein Anagami war, sagt der Buddha zu ihm, okay, und jetzt mach Vipassana. Denn Einsicht, die Übersetzung davon in Pali ist Vipassana. Also das nur, um jetzt mal ein bisschen den Stellenwert und die richtige Verwendung dieses Begriffs klarzustellen. Ja, Sammlung, der gesammelte Geist, der dann den nötigen Umpf gibt, die nötige Kraft gibt, die nötige Wucht hinter der geschliffenen Axt. Der geeinigte Mönch, der gesammelte, konzentrierte, erkennt der Wirklichkeit gemäß. Was erkennt er der Wirklichkeit gemäß? Die sechs Innengebiete, sechs Außengebiete, das sind also unsere Sinne, die sechs Sinne und Sinnesobjekte, die sechs Arten des Bewusstseins, die sechs Berührungen, die 18 Gefühle. Sie sind unbeständig. Entfaltet Einigung, ihr Mönche. Der geeinigte Mönch, ihr Mönche, erkennt die Wirklichkeit gemäß. Also ein eindrücklicher Appell des Buddha, Samadhi zu entfalten, für den Zweck, Weisheit gezielt einsetzen zu können. So, nachdem ich jetzt versucht habe, Samadhi im Kontext von Weisheit und Neigung, Herzensneigung darzustellen,
ein paar Probleme, die bei der Praxis von Samadhi, von Sammlung, von Konzentration, Geistesruhe auftauchen können. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt nur uns betrifft. Das gab es auch zur Zeit des Buddha schon, wo also die alle noch unheimlich gut drauf waren. Aber da gab es einen Mönch, der wollte unbedingt Retreat machen. Aber wir haben ja auch oft die Vorstellung, also dann gehe ich auf ein Retreat, mache 2 Wochen Schweigekurs am besten und 10 Stunden Meditation am Tag und da gebe ich mal ordentlich Gas und dann, also spätestens beim 2. Retreat will ich dann aber erleuchtet werden. Also, so ähnlich war dieser auch, der hat gesagt, also ich möchte jetzt mich an diesen anmutigen, entzückenden Mangohain zurückziehen, wenn es der Erhabene erlaubt, und der Erhabene hat gesagt, nee, es ist noch nicht reif dafür, aber der hat dann also 3-mal drauf bestanden. Das war in Indien immer so üblich, wenn also mal 3-mal gesagt hat, dann musste dann einer irgendwie mal nachgeben. Also 3-mal musste man sagen, so und so, damit man, dass der andere wusste, er meint es auch wirklich ernst. Dann hat der Buddha gesagt, naja, wenn du unbedingt meinst, dann geh halt. Ja, kurze Zeit kam dieser ehrwürdige Megia, heißt der, kam zurück und sagte, während ich da, o Herr, in jenem Mangohaine weilte, da traten häufig 3 üble, unheilsame Gedanken an mich heran, nämlich Gedanken der Sinnlichkeit, des Hasses und des Schädigens. Da dachte ich, wahrlich, sonderbar ist es doch, erstaunlich ist es doch, dass mir, der ich voller Vertrauen von Hause in die Hauslosigkeit gezogen bin, noch diese 3 üblen, unheilsamen Gedanken anhaften. Und dann hat der Buddha gesagt, naja, weil dir halt noch ein paar Sachen gefehlt haben. Und dann hat er 5 Dinge aufgezählt. Edle Freunde, edle Gefährten. Das ist ein Vorteil, der zur Gemütserlösung führt. Dies ist die erste Bedingung, welche die noch nicht völlig reife Gemütserlösung zur völligen Reife führt. Interessant, ne? Der hat gemeint, wenn er sich von allen zurückzieht, wenn er alleine da im Mangohain weilt und dann Retreat macht, dann hört er die Sache knacken und der Buddha, und er kommt zurück und der Buddha sagt, edle Gefährten. Als zweites Ethik, das was ich vorhin genannt habe. Im Falle eines Mönches bedeutet es, er befolgt die Ordenssatzung. Das ist die zweite Bedingung. Dann die Gespräche, förderliche Gespräche über Bescheidenheit, Zufriedenheit, Einsamkeit, Abgeschiedenheit, Willenskraft, Sittlichkeit, Sammlung, Weisheit, Befreiung und den Erkenntnisblick der Befreiung. Solche Gespräche werden einem zuteil. Das ist die dritte Bedingung. Die vierte ist Willenskraft. Das heißt, nicht nur den guten Vorsatz zu haben, sondern auch tatsächlich die innere Power zu haben, dann dabei zum Vorsatz zu bleiben. Und dann Weisheit. Wenn also einer noch gar keine Weisheit hat, sind viele Meditationslehrer betonen immer wieder den Punkt, dass Weisheit Samadhi fördert, die Sammlung fördert, und Sammlung die Weisheit fördert. Die beiden, Einsicht und Ruhe, die bedingen sich gegenseitig. Also, wenn der Mönch diese 5 Dinge hat, dann muss er noch 4 Dinge entfalten, nämlich die Vorstellung von Unreinheit des Körpers, die Güte, die Vorstellung der Unreinheit des Körpers zur Überwindung des Begehrens, die Güte oder liebende Güte, die Brahma-Viharas, 4 göttlichen Verweilungen, zur Überwindung des Hasses, die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung zum Abschneiden der Gedanken, die Vorstellung der Vergänglichkeit zur Ausrottung des Ich-Dünkels. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass man hier in diesem Raum ganz gut meditieren kann. Ich weiß nicht, stimmt mir da jemand zu? Hat da jemand die Erfahrung gemacht, dass man hier in diesem Raum ganz gut meditieren kann? Ja? So im Vergleich zu anderen? Ja. Also ich meine, sicherlich habt ihr auch andere Orte, wo man gut meditieren kann. Also das Umfeld, edle Freunde, die mit uns hier in diesem Raum das Gleiche tun, ist natürlich eins. Vielleicht schlägt sich's auch irgendwie in dem Ort selber nieder, in irgendeiner Weise, die sich wissenschaftlich nicht nachweisen lässt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Rückzug alleine ist es nicht. Damals, als Ayakima gestorben ist, da ist so eine richtige Krise durch eine bestimmte Szene gegangen. Also ich habe da einige Leute gekannt, die plötzlich nicht mehr meditieren konnten. Ja, als wir mit Aya zusammen waren, da ging das immer ganz einfach. Die Anwesenheit von edlen Freunden. Die 4 Meditationen, die gerade genannt wurden, die tauchen auch in anderen
Lehrreden auf, zum Beispiel die Lehrrede, die der Buddha seinem Sohn gegeben hat, da hat er auch diese 4 Meditationen gegeben. Man muss aber auch wieder sehen, das sind Rahmenrichtlinien, das sind keine Techniken, die überlappen sich ja auch stellenweise. Ne? Also wenn ich zum Beispiel über meinen Körper reflektiere, dass der aus Teilen besteht, aus Einzelteilen besteht, dann kann ich auch die verfaulen lassen, dann habe ich Leichenfeldbetrachtung. Oder bei der Gehmeditation kann ich spüren, wie diese Körperteile sich in den Elementen manifestieren. Oder ich kann darüber reflektieren, dass das alles vergänglich ist. Todesbetrachtung, Vergänglichkeit, die da empfohlen wird, das überlappt ja alles. Also man kann da nicht sagen, ja, das ist das, das mache ich jetzt und das mache ich so, sondern es sind einfach verschiedene Facetten der Wahrheit, wie unser Dasein ist, eben von verschiedenen Seiten betrachtet. Oder man könnte auch sagen, verschiedene Hebel, die ich ansetze. Also es ist ganz nützlich, wenn man sich bei der Praxis nicht so sehr an Schubladen oder an einzelne Techniken oder Methoden klammert, sondern versucht so ein bisschen den Überblick zu bewahren, weil dann kann man einzelne Methoden gewinnbringender einsetzen, wenn man ein bisschen über seinen Tellerrand hinwegschauen kann. Probleme bei Samadhi, bei der Entfaltung von Meditation könnte zum Beispiel sein, ist die Herangehensweise passend für mich oder muss ich es anders probieren? Ne? Es gibt ja Lehrer, die sagen, man soll erst den Geist still machen, bevor man zum Atem kommt. Also erst wenn die Gedanken zur Ruhe gekommen sind, dann kann man den Atem gewinnbringend beobachten. Aber gerade eben habe ich vorgelesen, der Buddha hat zu Megha gesagt, benutze die Achtsamkeit auf den Atem, um die Gedanken abzuschneiden. Also ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern es kommt darauf an. Kann sogar von in einer und derselben Person von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Dann gibt's die Möglichkeit, die Achtsamkeit erst breit aufzufächern und dann in die Tiefe zu gehen. Oder es gibt die Möglichkeit, einen schmalen Ausschnitt unserer Wahrnehmung zu nehmen und sich da voll drauf zu fokussieren, bis zur Ausschließlichkeit, bis alles andere wegfällt. Und dann nimmt der automatisch unseren Horizont ein. Also erst tief und dann breit. Gibt's auch unter den zeitgenössischen Lehrern unterschiedliche Beispiele, also Vertreter, erst breit und dann tief. Das wäre jetzt Ajahn Brahm zum Beispiel, der empfiehlt ja, man soll nicht auf den Atem an einem bestimmten Punkt beobachten. Liebende Güte-Meditation, da ist es eher, dass man in die Breite aussendet, zunächst noch sehr schwach, aber versucht, Liebe so weit wie möglich auszusenden und dann sich auf diesem Gefühl vertieft. Es gibt andere Meditationen, wie zum Beispiel die Kasina-Meditation, wo man eine Farbscheibe visualisiert, die man zuerst ganz klein hält, bis sie scharf und brillant wird und dann dehnt sie sich aus. Also es sind verschiedene Vorgehensweisen. Die eine, gibt es auch eine Lehrrede dazu, die Anuruddha Sutta, da fragt einer, was ist der Unterschied zwischen unermesslicher und erhabener Geistes- oder Herzensbefreiung? Ob das dasselbe ist oder ob das nur verschiedene Wörter sind. Und da wird eben genau das beschrieben. Erst breit und dann tief oder erst tief und dann breit. Es kann zum Beispiel sein, dass unser Rüstzeug für die Sammlung noch nicht vollständig ist. Was ist denn das Rüstzeug? Ehrwürdige. Also diese Lehre wird von einer Nonne gesprochen. Was ist Sammlung oder Samadhi-Konzentration? Was ist die Basis von Samadhi? Was ist das Rüstzeug von Samadhi? Was ist die Entfaltung von Samadhi? Die Einspitzigkeit des Geistes ist Samadhi. Die 4 Grundlagen der Achtsamkeit sind die Basis von Samadhi. Die 4 richtigen Anstrengungen sind das Rüstzeug von Samadhi. Die Wiederholung, Entwicklung und Übung eben dieser Fähigkeiten ist dabei die Entwicklung von Samadhi. Also sich hinzusetzen und versuchen zu konzentrieren, allein bringt es nichts, wenn die anderen Faktoren nicht vorhanden sind. Dann gibt es natürlich Hindernisse für die Sammlung. Die 5 Hindernisse habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Sinnesbegierde, Übelwollen, Trägheit und Müdigkeit, Unruhe und Zweifel. Das sind die Dinge, diese geistigen Energien, aus denen ständig Gedanken hochquellen, die uns bei der Sammlung stören. Aber es gibt auch
würde ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Es ist auch wieder ein Abend für sich eigentlich schon. Aber es gibt auch subtile Hindernisse. Es gibt diese Upakilesas, die dann auftauchen können. Da wird dann nochmal der Zweifel genannt im 128. Der heißt, glaube ich, sogar Upakilesa Sutta. Da werden nur Zweifel nochmal genannt, aber das ist jetzt nicht der Zweifel, ob jetzt die Buddha-Lehre funktioniert oder ob der Lehrer, sondern das ist jetzt auf dem Weg des Samadhi, wenn diese groben Hindernisse bereits weg sind, wenn eigentlich keine Gedanken mehr da sind, dann kommt trotzdem so ein kleiner nagender Impuls, mache ich noch alles richtig? Mache ich das noch so, wie das in dem Buch steht? Oder bin ich schon, was muss ich jetzt als nächstes machen? Diese Art von Zweifel. Oder Unaufmerksamkeit wird da genannt. Unaufmerksamkeit ist, wenn unsere Achtsamkeit nicht auf den ganzen Tag ausgedehnt ist. Also wird die Basis von Samadhi, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, zu schwach entfaltet haben. Dann kann uns dieses Meditationsobjekt entgleiten. Trägheit wird nochmal angeführt, allerdings auch eben auf subtiler Form, nicht dieses dumpfe Wegnicken und in Traumbilder hochkommen und so dieser Nebel aufsteigt, sondern mehr so ein innerliches Wegsacken, wo die Geistesruhe so ein bisschen so wie so ein Tranquilizer wirkt, wo man dann so einfach nicht richtig am Ball bleibt. Dann eine Furcht oder eine Schrecken, das ist ein ganz beliebtes, subtiles Hindernis, wenn der Geist so still und ruhig wird, der Atem ist vielleicht nicht mehr wahrnehmbar und der Denker ist weg und der Tuer löst sich so langsam auf und dieses Huch, ich verschwinde ja, also dieses, also ein ganz tief sitzendes existenzielles Hochschrecken findet da statt, was einen dann natürlich auch wieder zurückwirft und dann kommen die Gedanken automatisch wieder hoch. Aber das ist bereits, wenn die Gedanken still geworden sind, gerade dann kann diese Furcht, dieses Erschrecken hochkommen. Weitere subtile Hindernis ist die freudige Erregung. Das ist genau das Gegenteil davon. Ne? Also meditieren wir jahrelang und passiert nichts und mit einmal Stille und ein Licht steigt auf und alles strahlt und Glücksgefühl und dann kommt das Wow, jetzt! Und genau dieses Jetzt ist es, was es dann, uns dann auch wieder zurückwirft. Dann sagt der Buddha in dieser Lehrrede, Energie zu viel oder zu wenig. Also da ist Energie im Abgleich mit den anderen Fähigkeiten. Ich glaube, da habe ich auch noch ein Zitat notwendig. Also das Feintuning. Also es ist wirklich, wir müssen wach sein. Leute, die sagen, Samadhi ist irgendwie sich selbst einlullen. Der Buddha hat gesagt, im vierten Jhana ist die Achtsamkeit auf dem Höhepunkt. Ist vollkommen geläuterte Achtsamkeit da. Also dieses ständig bei der Sache sein, dieses, was notwendig ist, um die Energie fein zu tunen. Und dann kommen Sehnsucht, eben nach den noch besseren Meditationszuständen. Dann kommt Vielfaltswahrnehmung als Hindernis. Für mich ich interpretiere es als ein instabiles Meditationsobjekt. Und dann haben wir übermäßiges formhaftes Meditieren als Hindernis. Da gibt's auch großes Rätselraten, was das wohl bedeuten mag. Aber ich vermute, dass das ein bisschen in die Richtung geht, dass man versucht, ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Zeichen in der Meditation herbeizuzwingen, was natürlich auch nicht geht. Ein anderes Zitat aus der Lehrrede möchte ich noch bringen, weil ihr kennt wahrscheinlich alle diese Einteilung in die vier Jhana-Stufen von Samadhi. Und hier in dieser Lehrrede spricht der Buddha von einer anderen Einteilung und sagt, ich entfaltete Samadhi mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes und ohne oder nur mit anhaltender Hinwendung des Geistes oder ohne anfängliche Hinwendung des Geistes und ohne anhaltende Hinwendung des Geistes, mit Verzückung und ohne Verzückung, von Vergnügen begleitet und von Gleichmut begleitet. Da kann man jetzt natürlich sagen, naja, im Sinne der Scholastik, das eine ist Jhana 1 und das andere ist 1, 2, 3 und das letzte ist nur die vierte und so, aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, sich
in der Meditationspraxis nicht an bestimmte Kategorien zu klammern. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich mein Samadhi anhand der vorhandenen klassischen Jhana-Faktoren analysiere, dann komme ich auf 4. Wenn ich sage, mit oder ohne Glücksgefühl, komme ich auf 2. Ja, vierte Jhana hat nur noch Gleichmut, die anderen haben ein Glücksgefühl. Wenn ich mit dieser Hinwendung zum Meditationsobjekt das noch feiner aufdrösel, dann habe ich also 3. Und ein Meditationsmeister, bei dem ich mal war, der hat einen schönen Ausspruch gesagt, Samadhi hat keine Schilder. Also in dem Moment, wo wir zu viel diese Konzepte im Kopf haben und nach diesen Schildern Ausschau halten, Ajahn Dhan war das, der hat das gesagt, Samadhi hat keine Schilder. In dem Moment, wo wir versuchen, unsere Praxis an irgendwelche Etiketten zu kleben, kann es sein, dass wir ein bisschen Zeit verschwenden. Einfach, ne? Weil dann grübeln wir nach, war das jetzt schon Upachara Samadhi oder war das jetzt Asthana oder was war jetzt das? Spielt keine Rolle, einfach weiter praktizieren. Es geht nicht darum, hinterher sagen zu können, ich habe jetzt hier 2 Streifen, weil ich diese und jene Stufe erlangt habe, sondern es geht darum, einfach unsere mentalen Fähigkeiten so weit wie möglich zu entwickeln und dann sinnvoll einzusetzen. Ein Hindernis in der Praxis kann auch sein, dass wir falsche Erwartungen zum Beispiel haben über das, was passieren soll. Ein Lehrer, der sehr bekannt ist, der sagte mal, naja, ab einer bestimmten Stufe steigt dann ein Bild auf einen Nimitta und das ist ein leuchtender Punkt. Von dieser oder jener Farbe kann es sein, aber es ist immer ein leuchtender Punkt in einem Stern oder eine blaue Perle oder irgendwie sowas in der Art. Aber wenn wir über die Welt der Sinne hinausgehen, dann kommen wir, das wird ja auch Rupa-Jhana genannt, also die Vertiefungen der Form. Form, die Manifestation der Elemente, kann sich in allen 5 Sinnen manifestieren. Erdelement ist Ausgedehntheit, wir können Ausgedehntheit fühlen, das ist die Eigenschaft, dass nicht 2 Dinge den gleichen Platz einnehmen können. Wir können Ausgedehntheit sehen, wir können sie auch hören. Und von daher kann sich Form in einem Zeichen manifestieren, was sich analog zu allen 5 Sinnen ist, theoretisch. Also das ist ein sichtbares Zeichen der Sammlung. Ne? Das Herz sieht sich selbst und dieser Reflex des Herzens zeigt sich für viele Menschen als ein optisches Zeichen. Ganz einfach deswegen, weil wir visuelle Menschen sind. Der Sehsinn ist bei uns der Dominante. Aber es muss nicht so sein. Es kann auch, Lompo Somedo spricht immer vom Klang der Stille. Sound of Silence. Ich vermute, dass er einfach Erfahrungen mit einem akustischen Nimitta hat. Es sind ja sowieso keine Sinneswahrnehmungen mehr, die da auftauchen, sondern unser Geist versucht aus seiner Erinnerung heraus, oder was heißt Erinnerung, er versucht halt irgendwie einen Vergleich zu schaffen. Er versucht irgendwie ein Bild zu schaffen, um sich selbst sozusagen vor Augen zu führen, was da jetzt passiert. Aber auf welche Weise das passiert, das kann eben wirklich bei vielen Menschen sehr unterschiedlich sein. Also wenn wir etwas Bestimmtes erwarten und es kommt aber anders, dann kann es sein, dass wir einfach nicht sehen, was an Gutem da bereits in unserer Praxis am Entstehen ist. Eine andere Erwartung ist die Idee, dass dann, wenn wir Samadhi erlangen, dass dann Blackout oder Whiteout, dass irgendwie alles verschwindet oder so. Und wir wissen aber aus den Lehrreden, dass die Jhanas, die erste Vertiefung hat 5 Faktoren. Aber darüber hinaus, nehmen wir mal die dritte Vertiefung, wie sie von einem der Meister der Analyse, Sariputta, beschrieben wird. Die Zustände der dritten Vertiefung zum Beispiel. Gleichmut, Glückseligkeit, Achtsamkeit, Wissensklarheit, Einspitzigkeit des Geistes, Kontakt, Gefühl, Wahrnehmung, Wille und Geist, Eifer, Entschluss, Energie, Achtsamkeit, Gleichmut und das Aufmerken. Das ist alles da noch vorhanden. Also wenn wir darauf warten, dass dann irgendwie das Licht ausgeht oder so, ist auch nicht. Es ist ein Erleben da, was sich mit der Begrifflichkeit des Sinneserlebens nicht fassen lässt. Aber wenn ich sage, es wird alles dunkel, ist es ja letztendlich auch irgendwie noch eine Idee von einem Sinneserleben, was dahinter steckt. Ne? Ein dunkler Raum ist auch etwas, was ich über die Augen wahrnehme.
10 Störungen gibt es. Für den die Einsamkeit Liebenden ist Freude an Geselligkeit eine Störung. Für den die Betrachtung der Unreinheit des Körpers Pflegenden ist die Beschäftigung mit einer lieblichen Vorstellung eine Störung. Für den, der über seine Sinnestore wacht, ist der Anblick von Schaustellungen eine Störung. Heute würde man sagen Fernsehgucken. Für den keuschen Wandel ist die Nähe des Weibes eine Störung. Für die erste Vertiefung ist Geräusch eine Störung. Gut, dann was ist Samasamadhi? Was ist richtige Sammlung? Da wird ja immer davor gewarnt, vor dem falschen Samadhi. Wir haben die Definition in einer Lehrrede, die Analyse der Wahrheiten. Da wird es ganz klar gesagt, die 4 Jhanas, die 4 Vertiefungen, das ist richtiges Samadhi. Und dann gibt es noch eine andere Lehrrede in der mittleren Sammlung, da wird gesagt, richtiges Samadhi ist Sammlung mit den anderen Pfadfaktoren zusammen. Das heißt, zusammen mit richtiger Ansicht. Samadhi, was in die richtige Richtung geht schon. Also die Feuerasketen hatten, bevor sie den Buddha getroffen hatten, sicherlich ganz enorm gute Sammlung, aber eben noch keine richtige, in die richtige Richtung gehende Sammlung. Ein Missverständnis, was oft auftaucht, ist im Zusammenhang mit der Karriere des Buddha, bevor er ein Buddha wurde, da hat man ihn ein Bodhisattva genannt oder Bodhisatta. Da wird gesagt, dass die formlosen Vertiefungen oder die Vertiefungen, die Formlosigkeit als Objekt haben, dass das schlechte Samadhi ist. Und dass die Jhanas, die ersten 4 Jhanas, gutes Samadhi ist. Das ist allerdings ein Missverständnis, weil der Buddha gesagt hat, Vorsagen erwachen war bei diesen beiden Lehrern, die ihn eben diese formlosen Vertiefungen gelehrt haben. Und da hat er gesagt, das bringt nichts, ich muss weitersuchen. Und hat sich dann alleine auf die Suche gemacht, hat sich dann dieser Selbstquälerei unterworfen und so weiter. Und dann hat er sich erinnert, dass er im Alter von 7 Jahren unter dem Rosenapfelbaum saß, bei seinem Vater beim Pflügen zugeschaut hat und dort spontan in die erste Vertiefung eingetreten ist und das Glück, was er dort empfunden hat. Und dann hat er gesagt, okay, das ist der Weg. Und dann hat er eben seine Askese, sein Fasten aufgegeben und hat dann die Vertiefung praktiziert und ist dann ein Buddha geworden. Und daraus schließen manche Leute, dass eben Meditation über Formlosigkeit schlechtes Samadhi ist und dass die formhaften Jhanas das gute Samadhi sein sollen. Aber dem kann man also ganz leicht entgegenhalten. Da gibt es diese Lehrrede mit den vorhin eingangs erwähnten 11 Toren zur Todlosigkeit. Mit dem völligen Überwinden des Gebiets der Bewusstseinsunendlichkeit tritt der Bhikkhu in das Gebiet der Nichtzeit ein. Das ist eins von diesen formlosen Gebieten. Verweilt darin. Das Gleiche wird über die anderen gesagt. Ich lese jetzt nur als Beispiel vor. Er erwägt dies und versteht es so. Dieses Erreichen des Gebiets der Nichtzeit ist produziert und willentlich herbeigeführt. Aber was auch immer produziert und willentlich herbeigeführt ist, ist vergänglich, dem Aufhören unterworfen. Auf dieser Grundlage stehend erlangt er die Vernichtung der Triebe. Das heißt, das ist eine von 11 Möglichkeiten, die in dieser Lehrrede genannt werden, Befreiung zu erlangen. Also ganz klar im Widerspruch zu der Meinung, dass die formlosen Vertiefungen eben nicht tauglich sind. Aber das Missverständnis ist auch leicht zu erklären, denn als der Buddha unter dem Rosenapfelbaum saß, mit 7 Jahren und seinem Vater beim Pflügen zugeschaut hat, da hat er vorher gesehen, wie Lebewesen umgekommen sind, während der Boden gepflügt wurde. Hat eine gewisse Ernüchterung diesem Daseinskreislauf bereits gegenüber empfunden. Als er bei diesen Lehrern war, Alara Kalama und Udaka Ramaputta hießen die, und hat von denen die formlosen Meditationen gelernt, wurde ihm gleichzeitig gesagt, schnell lernte ich jenes Dhamma, nämlich Nichtheitgebiet ist das Selbst. Das wurde ihm gesagt. Die haben gesagt, wenn du dieses Gebiet erreicht hast, dann hast du deine Seele gefunden, dann hast du die letztendliche Wahrheit gefunden, das ewig Unvergängliche. Und das war natürlich nicht die Antwort. Das heißt, in dem Moment war das Samadhi, was dort praktiziert wurde, mit einer falschen Ansicht verknüpft. Das ist sozusagen der Bogenschuss, die Armkraft ist da, aber aufs falsche Ziel geschossen. Mit entsprechendem Samadhi kann ich alle möglichen Dinge erreichen, kann ich Vereinigung mit Shiva erreichen,
kann ich Maria, Mutter Gottes sehen, also hier Marienweihe. Ja, Bauernmädchen, Frauen neigen sowieso oft zu visuellen Erlebnissen in der Meditation. Ja, die wird halt auch ein Samadhi-Erlebnis gehabt haben und die hat dann tatsächlich Mutter Gottes gesehen. Jemand mit Samadhi kann dann irgendwie so eine Vision so glaubhaft rüberbringen, dass die anderen einen nicht für verrückt erklären. Und ich meine, zu der Zeit war es ja hier auch ziemlich gefährlich, gerade für Frauen irgendwelche Dinge zu sehen, die ein bisschen über das Normale hinausgehen. Die sind ja schnell auf dem Scheiterhaufen gelandet. Entweder heilig gesprochen oder als Hexe verbannt. Das war also die Karriere hier zulande. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir haben alle diese Probleme mit der Samadhi-Praxis überwunden und sind völlig ausgeblisst. Wir sind also versunken in der Glückseligkeit der Geistesruhe und Stille. Wie geht's dann weiter? Also sagen wir mal, wir treten in die zweite Vertiefung ein. Die innere Beruhigung und Einheit des Herzens enthält Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Konzentration, aus der Sammlung entstanden sind. Was auch immer darin an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein existiert, wir sehen diese Zustände dann als vergänglich, als Leid, als eine Krankheit, als ein Geschwür, als einen Stachel, als ein Unglück, als fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als nicht selbst. Und dann wenden wir unseren Geist von diesen Zuständen ab und lenken ihn so zum todlosen Element. Dies ist das Friedvolle, dies ist das Höchste, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Vereinnahmung, die Vernichtung allen Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Auf dieser Grundlage erlangen wir dann die Vernichtung der Triebe. Ganz schön heavy, ne? Da übt man jahrelang, bis an die Knie wehtun und endlich hat man es erreicht, dass die Knie nicht mehr wehtun und dass wir also die Glückseligkeit von Samadhi haben. Wir können stundenlang sitzen und haben nichts als angenehme Gefühle. Und dann sollen wir die als Stachel und als Geschwür und als ein Unglück und als eine Krankheit betrachten. Aber genau das ist eben erforderlich, dieses Maß an Weisheit aufzubringen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel verlangt, aber das ist eine mögliche Antwort auf die Frage, wie geht's dann weiter? Mit dem Sinneserleben, sich zu identifizieren, können wir nur dann, wenn wir darüber hinausgehen, in Samadhi. Aufhören, uns mit dem Samadhi zu identifizieren, können wir nur, indem wir darüber hinausgehen und sagen, auch das ist eine Bedingung dafür, dass ich sage, also natürlich nicht in Gedanken, weil in Vertiefungen gibt es keine Gedanken, aber zumindest ist so, erlebe, ich bin derjenige, der jetzt diese Vertiefung erlebt. Und das zu durchschauen, dass dieses Gefühl des Erlebenden von dem Glück der Vertiefung immer noch abhängig ist von diesem Stachel, von diesem Geschwür, das führt dann zu dem Loslassen von Vereinnahmung, zu dem Hinwenden zu dem, was noch besser ist, nämlich die völlige Freiheit von Bedingungen von einem Erlebenden, wie subtil er auch immer sein mag. Zum Schluss möchte ich kurz auf die Frage eingehen, wie viel Samadhi notwendig ist. Auch darüber hat der Buddha was gesagt in der gleichen Lehrrede. Ja, das kam mir auch gerade zur Sprache, dass bereits die erste Vertiefung für das Erlangen von Nichtwiederkehr, also die fünfte Stufe, oder Arahantschaft, also die völlige Befreiung, ausreichend ist. Es gibt noch eine andere Lehrrede in der angereihten Sammlung, da habe ich jetzt keinen Zettel dran liegen, wo drin steht, dass für das Erreichen von Anagamischaft es auch notwendig ist, unabdingbar ist, Samadhi zu erfüllen. Und Samadhi zu erfüllen bedeutet also mindestens die erste Vertiefung zu erlangen. Einmal Wiederkehrer wird in dieser Lehrrede als jemand beschrieben, der nicht Samadhi erfüllt. Das heißt, er hat nicht die volle Sammlung, nicht die volle Einheit erlangt, aber ist in einer anderen Lehrrede wird gesagt, dass es notwendig ist, um richtige Ansicht zu erlangen, also praktisch Stromeintritt. Es ist notwendig, das Objekt der Meditation festhalten zu können, also dieses Bild in der Meditation von dem eigenen Geist festhalten zu können. Und das ist etwas, was all diejenigen bereits konnten, haben immer so ein bisschen den Eindruck, wenn da Leute beim Zuhören einer Lehrrede
Strom eingetretene werden. Da haben wir immer so den Eindruck, naja, die hatten halt irgendwie besonders viel Glück, dass sie den Buddha getroffen haben oder die waren besonders clever, aber die hatten auch die Fähigkeit, beim Thema zu bleiben. Da kam plötzlich, kam das Aha-Erlebnis und die konnten das festhalten. Also Erfolg in der Praxis ohne Samadhi, ohne Sammlung, ohne den Geist zu stillen, zur Ruhe zu bringen, zu erwarten, ist eine Illusion. Also so etwas wie trockene Einsicht, wie es von manchen Meditationslehrern gelehrt wird, gibt es nicht. Also ein gewisses Maß von Sammlung ist auf jeden Fall erforderlich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr auf diesem Wege möglichst schnell und reibungslos voranschreiten mögt. Ach, jetzt habe ich mein Gedicht gar nicht vorgelesen. Zugabe? Es geht darum, dass eben das Erleben und der Sammlung, das Formerleben nicht von einem bestimmten Sinn abhängig ist. Von Tanpoli Tammadharo. Der Atemkörper ist dreifach gestuft. Grob die eine Stufe, dann die feine, zuletzt tiefgründig. Der grobe Atem ist die Atemluft, die durch alles ständig brandet, was lebendig. Der feine Atem, sanft und weich erlebt, wir empfinden ihn in schmalen Winden durch Fasern spülen. Der tiefste Atem noch darunter schwebt, hell in leeren, kühlen, weiten, weißen Stillen.